So könnt ihr darauf warten, dass sich die Blutfontänen gelegt haben, langsam der Schwerkraft nachgeben und auch in so etwas wie eine Strömung geraten, um dann vom Götterkrater und vom Fuchs Sugyugot verschluckt zu werden. Ihr könnt erkennen, wie Raphim wieder auf euch zukommt. Die Bauern sind stehen geblieben, verharren weiter, sind in so einer Art Trance, möchte man meinen, sind sich noch nicht ganz sicher, wie es jetzt weitergeht und warum sie überhaupt von ihren Feldern gekommen sind. Währenddessen könnt ihr auch erkennen, dass weitere der Priester aus ihren Tempeln herauskommen, sowohl von dem Götterkrater selbst als dann eben jetzt auch Vuor'Kvornak, der sich aufgrund des Lärmes und der allgemeinen Umstände jetzt auch aus seinem Tempel bequemt hat und mit seinem fetten Feistenleib. Und ja, so könnt ihr auf die Szenerie blicken. Raphim hat die Krone an seinem Gürtel. Den Göttern sei Dank, Raphim, du hast die Krone. Ihr Müllbeute! Tod und Vernichtung bringt ihr. Ihr spielt doch ein falsches Spiel. Ihr irrt, Vuor'Kvornak. Wer hier Tod und Vernichtung gebracht hat, war Gul-Yugor. Seht euch die Bauern an. Sie sind nicht bei klarem Verstand. Er hat Wartet, sie. wartet hier. Ich werde es mir besehen. Wir können ihm nicht die Krone überlassen. Das ist klar, jedenfalls nicht, wenn der Dämon da drin steckt. Nein, aber wir sind auch in keiner guten Position, um sie ihm zu verweigern. Nein. Wir könnten versuchen, ihm zu sagen, dass die Krone verdorben ist und gereinigt werden muss. Ja, stimmt. Faramut ist ja noch irgendwo hier. Er wird das bestimmt können. Serpentilio, ihr könnt den Dämon nicht mehr zurückschicken, oder? Ich könnte es selbstverständlich versuchen, wenn ich mehr über ihn wüsste und Zeit zur Vorbereitung habe. Die Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Dann muss ich euch leider enttäuschen, Kapitän. Ja, meine Kräfte sind nach dieser Aktion aufgezehrt. Meine ebenso. Baramut könnte einen Exorzismus durchführen. Als Metropolit dürfte er dazu in der Lage sein. Die Frage ist nur, wann er zurückkommt. Nun, ich gehe davon aus, dass er von den äußeren Wänden die aufmarschierenden Truppen gesehen hat und sich vermutlich in unsere Richtung begeben wird. Sind bereits seit einigen Stunden hier. Es kann nicht mehr gar so lange dauern. Ja. Wir haben Shrugnar Kul verloren. Das ist bedauerlich. Vermutlich hat Rajas Segen ihn nicht geschützt. Ich dachte mir, vielleicht, weil er ein Jünger des Chor ist, könnte er auf ihn wirken, aber er ist genauso wie alle anderen der Krone verfallen. Ja, er war schwach. Gut, dass er die Krone dort benutzt hat, bei den ganzen Bauern und nicht hier im Ratssaal. Stellt euch mal vor, er hätte die ganzen Ratsherren unterworfen und den Wurr. Das wäre nicht gut gewesen. Nein, überhaupt nicht gut. Das wäre furchtbar gewesen. Furchtbar, sage ich euch. Ganz ekelhaft. Und ich dachte noch daran, dass wir ihn aufhalten sollten. Und ich dachte Hätten mal. wir es doch getan. Allerdings wäre dann das ganze Ausmaß seiner Falschheit vielleicht nicht zum Vorschein gekommen. Das ist richtig. Hätten wir ihn zu dem Zeitpunkt aufgehalten, hätten wir aber gar keine Kenntnis von der Krone gehabt. Denn das hat uns ja in Nunesias erst sehr viel später erzählt. Ja, da mögt ihr recht haben. Wollt ihr sie so lange verwahren, Sulamin, oder soll sie bei mir verbleiben? Ich denke nicht, dass einer von euch beiden in dauerhaftem Kontakt mit einem Dämon sein sollte. Sprechende biete ich mich gerne als Träger an, bis wir eine Lösung gefunden haben. Ihr könnt sie mir geben. Ich habe die größte geistige Widerstandskraft von uns allen. Dies ist vermutlich richtig. Wir wissen zwar nicht, ob der Dämon nicht körperlichen Einfluss nehmen kann, aber solange er gebunden ist, sollte er einfach in der Krone verweilen. Hoffentlich. Gut. Ja, wem soll ich sie geben, Kapitana? Das mit Boltax klingt vernünftig. Er hat sich tatsächlich in der Vergangenheit als der widerstandsfähigste von uns allen erwiesen. Abgesehen vielleicht von dir selbst. Müllbeute. Dieses Massaker an meinen Leuten. Wir hatten eine Abmachung. Und Ihr seid ihr? wahr.
Ihr seid euch darüber im Klaren, dass die aufgebrachte Meute hier als nächstes euch mitgenommen hätte, ja? Mürbeute. Es wir sind wird, auf den Palast marschiert. Es wird keinen Pakt zwischen euch und Krakonian geben. Soll Paligan kommen, wir werden zu verhindern wissen, dass er einen Fuß auf den Meeresboden setzt. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Ihr bekommt unsere Hilfe nicht. Wir werden Paligan selbst stürzen und vernichten und Morudal, der Wurkraugs gesperrt hat. Wir verbannen euch aus Jarl zu Gott. Nun gut. Dann gehen wir. Aber die Krone geht mit uns. Diese Krone gehört uns. Sie ist verdorben. Ihr habt gesehen, was sie mit eurem Leichbruder getan hat. Wir reinigen sie, dann könnt ihr sie haben. Wir werden euch finden. Der ewige Zorn der Leichmutter wird euch finden. Solltet ihr sie nicht binden, 10 Tiden nach unten bringen. Ja, ich strecke ihm die Hand hin. Wir haben eine Abmachung. Mürbaut. Unterirdische Mürbaut. Und er gibt dir auch die Hand. Gut. Damit habt ihr zwar keinen Pakt mit Jarl zu Gott und dem Wur geschlossen, aber ihr habt, naja, zumindest, dass ihr durch das Opfer von Guldjugor erreicht, dass auch Paligan hier keinen Fuß mehr draufsetzen darf. Drei-Fronten-Krieg. Nun, nur das erledigt ist. Capitania? Wir sollten gehen. Ich dachte, ihr hättet noch eine. Damit ihr geschaut habt, was den Krater hinab. Reinungsaktion vor? Wir sind verbannt. Ich nehme mal an, wir stehen immer noch vor ihm, oder? Nein, ja, so. Rausgeschwommen. Wir sind gegangen. Ihr wart ja sowieso draußen vor dem Tempel. Er selbst wird sich jetzt wieder in seinen Tempel gemeinsam mit den verbliebenen Leibwächtern und Heilreitern dann zurückziehen und weitere Befehle geben, während er sich dann quakend nach drinnen verzieht. Und ihr bleibt dann sowas wie ungestört draußen an dem Rand des Götterkraters. Okay, dann meine ich leise. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch möglich ist. Nun, es wird nicht möglicher, wenn ihr abwartet. Durch Abelmirs Zauberkraft? Durchaus möglich. Wir suchen derweil Faramut auf und läutern die Krone. Ja, wo ihr es auch gerade ansprecht, könnt ihr erkennen, wie Faramut von Westen aus in eure Richtung wieder zuschwimmt. Ihr könnt ihn nicht nur ihn erkennen, sondern dann eben auch die 2 großen Wale, die an seiner Seite sind und noch weitere 3 Delfine, die sich ihm angeschlossen haben. Ihr, da seid ihr wieder. Was habt ihr denn hier für ein Massaker angerichtet? Wir haben in der Tat eines verhindert. Das sieht sehr merkwürdig aus, wie ihr ein Massaker verhindert, aber nun gut, mir soll es gleich sein. Sind wir hier fertig? Wir mussten diese Krone erringen, darin ist etwas gebunden. Ein Dämon. Und nicht irgendeiner. Es ist die Leichmutter. Seid ihr in der Lage, sie zu verbannen? Mit einem Exorzismus hier unten? Schwierig. Machbar, aber schwierig. Vielleicht lieber oben, hm? Ja, würde mir besser gefallen. Was ist mit dem Hai? Immer den großen Hai. Scholairak? Ja. Eure Entscheidung. Nun, ich könnte euch tarnen.
wenn ihr einen göttlichen Zauber wirken wollt, um ihn zu befreien. Aber wenn ihr das vorhabt, dann bringe ich die Wale und die Delfine hier weg. Dann müsst ihr so auftauchen. Das wird wohl besser sein. Ja. Nein, es ist zu weit. Ich glaube nicht, dass ich den Weg alleine schaffe. Das strafende Auge von Fex wird euch sicherlich nicht verschonen. Bei aller Liebe, die ich für diesen Gott habe. Gut. Dann gehen wir gemeinsam. Und der Hai? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich alleine den Weg nach oben schaffen würde. Soll ich hier auf euch warten? Wie wäre es, wenn wir uns nach dieser letzten Schlacht um diesen Hai kümmern? Sollten wir überleben, tauchen wir runter. Und Balligan die Möglichkeit bietet, weiteren Einfluss auf die Krakonia zu nehmen? Ich denke nicht. Naja, wenn ihr euch hier heimlich hinschleichen wollt, was spricht dagegen, das morgen oder übermorgen zu tun? Nun, das ist richtig. Wir haben ja noch die Krone zurückzubringen. Na, und wenn Sulamin und ich oder Sulamin alleine oder Sulamin und Abel mir das täten, na, ihr versteht schon. Und wenn dann ganz zufällig das wäre natürlich ein Ärgernis, wenn der Hai dann ganz zufällig zu dieser Gelegenheit seine Fessel löst. Das Gelingen der Liturgie ist in diesen Tiefen ohnehin ungewiss. Aber ich hätte es als Gottesurteil angesehen, ob sie nun freikommt oder nicht. Besprechen wir das am besten oben. Wir wissen nicht, wer alles mithört. Gut, dann lasst uns aufbrechen. Jo, dann geht's wieder nach oben. Ja, ihr könnt euch gemeinsam mit den Walen, den Delfinen, den Meerestieren wieder nach oben tragen lassen, was selbstverständlich wieder schneller geht, als würdet ihr so schwimmen. Und dann nach sicherlich 2 Stunden könnt ihr wieder auftauchen. Der Trank fällt ab von euch, die Meeresatmung versagt. Serpentilio kann seinen Zauber zur Modifikation seiner Hände fallen lassen und ihr werdet nach oben an Bord gezogen, wo ihr dann auch auf Ephanora trifft. Gut, dass ihr hier seid, Ephanora. Ich hatte schon befürchtet, dass wir aneinander vorbeigeschwommen wären. Ich wollte eigentlich gerade wieder aufbrechen. Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich oben war. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst oder sowas. Ich hatte Havul gerade schon Bescheid gesagt. Da kommt sie. Es werfen jetzt zum Gruß. Wart ihr erfolgreich? Bedingt. Aber wir konnten etwas in unsere Obhut bringen. Na, diese schöne Krone. Ja, sie ist wirklich schön und da ist ein Dämon drin. Dieser vor Rulat gebundene. Ist alles etwas anders gelaufen als geplant, aber immerhin konnten wir verhindern, dass Guljugor sich die Krakonia mithilfe dieser Krone untertan macht. Soll ich Segel setzen lassen? Müssen wir hier aufbrechen? Nein. Wir müssen die Krone zurückgeben, wenn sie exorziert ist. Das ist die Bedingung für Neutralität. Ich denke nicht, dass sobald ihr Hai befreit ist, noch ein Grund besteht, besagte Neutralität zu wahren. Lass uns erstmal das mit der Krone regeln. Die Entsaumerung sollte definitiv stattfinden, da habt ihr in der Tat recht. Nun, dann geht doch am besten in die Kapitänskajüte. Ich werde euch noch einige Handtücher bringen lassen und dann werde ich mich zu euch gesellen. Ansonsten, von hier oben gibt's keine weiteren Meldungen. Keine Meldung ist in diesem Fall eine gute Meldung. Gut, dann auf in die Kajüte. Ja, Sulamin lässt sich erstmal aufs Sofa fallen, weil... Ja, das war doch eine ganze Menge. Ich würde erstmal in meine Kabine gehen, mich umziehen und trockene Kleidung anziehen. Ja, ihr könnt da sicherlich eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde damit verbringen, euch auszuruhen, Körperpflege nachzugehen, das Salzwasser dann aus euren Haaren zu waschen und auch dann den Druck hier über Deck wieder zu realisieren, damit wieder klarzukommen. Die Eindrücke von diesem Schlachtfeld mit den ziemlich vielen Bauern, die dann unschuldig gestorben sind,
weil Serpentilio Höllendämonen beschworen hat. Finde ich irgendwelche Hinweise im Daimonikon, der Abschrift, die ich habe, zur Krakonierkrone, irgendwelche Hinweise, wie man diesen Dämon vertreiben könnte oder ja, was damit auf sich hat sozusagen? Wenig. Wo Kraugz ist, das letzte Mal 106, ich muss gerade mal nachschauen, in Erscheinung getreten, war also seit 1000 Jahren gebunden von den Elfen. Und zu den Elfen sicherlich bekannt. Das Daimonikon ist aber auch von vor 500 oder sowas, ne? Ist das von Fran Horus geschrieben? Nein, noch mal, das geht auf uralten Ursprung zurück von Pardona. Von Pardona noch älter. Noch älter. Also Pardona hat die Urschrift sozusagen, und man weiß nicht, woher sie hat. Pardona weiß halt ein Scheiß, von der kann es nicht gekommen sein. Ich wollte gerade sagen, auch wenn sie eine Elfe ist, aber... Also zumindest das Exemplar, was ich habe, ist ja ursprünglich marischer Ursprungs. Also marischer, ja, Schienen. Dann mag es tatsächlich Informationen darüber geben, wenn du eine marische Ausgabe hast. Gib mir mal eine Magiekundeprobe plus 15. Okay. Sekunde. Dann soll es tatsächlich sogar sowas wie Informationen geben. Ich glaube, du hattest damals sogar schon nach Wurkraugz gefragt, als ihr vor Rolat wart, ne? Möglicherweise, ja. Ist also ein einzigartiger Dämon mit 13 Hörnern. Es ist mir gelungen, knapp, aber es ist gelungen. Ja, gelungen. Die 15er Schwernis ist ja drin, also dann ist es auch egal, ob da jetzt knapp oder nicht knapp ist. Es ist einfach geschafft. 13 Hörner auf dem Kopf. Ja, du hattest ihn ja selbst erblickt. Du hattest seine Macht gesehen. Du hattest die Kraft gemerkt, die die Elfen auch in diese Harfe reingesteckt haben, dass sie eine ganze Festung dafür gebaut haben, die ihr selbst, ja, selbst Borbrat hatte dann diesen Gang dann verschleiert, den ihr dann ja, ja, doch irgendwie durchstoßen hattet. Also, da steckt eine ziemlich große, lange Geschichte hinter. Und große Macht, die in Wurkraugz liegt. Die Krone mag von ihr beseelt sein, da müsstest du jetzt eher an Odem oder an Andalus auf die Krone wirken, damit du da mehr Informationen hättest. Aus dem Daimonikon wird aber nicht mehr klar. Also es ist halt die Leichmutter, diejenige, die Herrscherin von Vajat und Jarl zu Gott und all den anderen Jarls war. Die Urmutter einfach. Ja, dann muss ich einen Odem wirken vorher und danach eine Analyse. Die Analyse-Schwierigkeit ist für dich 24 und die Intensitätsbestimmung 23. Das heißt, beim Odem, lass mir Zeit, plus 24, minus... Na, du würfelst erstmal deinen Odem ganz normal und danach deinen Analyse. Die Hälfte der Odem-Punkte kannst du mitnehmen in die Analyse-Probe. Beziehungsweise, wenn du ein... nicht den Analys, sondern wie heißt der andere? Oculus Astralis. Oculus Astralis ist die gleiche Schwierigkeit. Beim Odem, wenn die Hälfte gleich mitnehmen, sozusagen. Genau, aber beim Oculus ist es ja wesentlich leichter, sowas zu analysieren, weil du mehrere, weil du mehr Zeit hast. Ja, du hast halt bloß, du kannst halt drum rumgehen, sozusagen, hast ein dreidimensionales Bild. Aber ja, jo, macht ja bei einer Matrix, macht das ja auf alle Fälle Sinn. Jein. Ich würfel aber mal minus 10 auf meinen Oculus, wenn du willst. Lass mir aber Zeit. Also es wäre eine minus 14 in dem Fall sogar. Ich würde eine maximale 26 Erschwernis schaffen. Ja, ich hatte dir gesagt, die Analyse-Schwierigkeit ist 24. Das Artefakt wurde nicht mittels eines bindenden Spruchs erschaffen. Es ist okkupiert. Bei der Artefaktseele handelt es sich um eine gehörnte Dämonin. Sie entstammt Charybdorots Dämone, Domäne und übt eine starke Macht über Krakonia aus. Die Dämonin bezeichnet sich als Leichmutter. Ihr Name ist Wurkraugz. Der Zauberer erfährt den wahren Namen der Dämonin. Ja, 19 Sternchen. Der wahre Name ist wichtig, denn mit dem kann, hast du nicht gesehen, den Exorzismus erleichtern. Genau, die Entzauberung, du könntest sie ganz normal profan zerbrechen, also sie ist nicht unzerstörbar, damit würdest du aber selbstverständlich die Krakonier erzürnen.
Die andere Alternative ist ein Pentagrammer mit 17 Astralpunkten, der um 25 Sternchen erschwert ist. Das wird wohl nichts. Ein Exorzismus müsste auch gehen, oder? Ja. Ein Exorzismus wäre die andere Alternative. Genau, ich würde mir den wahren Namen notieren und diesem Pharamut mitteilen, aufschreiben.